Also auf den Bildern erzählen wir die Geschichte der Schauburg seit ihrer Gründung 1929 und es ist aufgeteilt in drei Sequenzen, eben die Zeit seit 1929, der Wiederaufbau nach dem Krieg 1948 und dann mit der Gründung vor 30 Jahren des Kunst- und Kulturvereins Schauburg e.V. seit 1982. Ich muss gestehen, bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, hatte ich ehrlich gesagt nicht so eine Verbindung zum Kino. Aber mit der Zeit ist es schon was anderes, wenn man einen Film geht und den mit mehreren Leuten schaut auf einer großen Leinwand, als wenn man jetzt halt vorm Fernseher einfach den sich alleine anguckt, man die Möglichkeit hat, zwischendurch rauszugehen oder eben einfach wirklich für 2 Stunden sich nur auf einen Film konzentriert. Und es ist wirklich einfach ein anderes Erlebnis.